der Dreckige. Dankeschön. Ja, und damit vielen Dank, meine Damen und Herren. Heute lohnt es sich wirklich dran zu bleiben, denn für diese Episode habe ich nicht nur wortwörtlich alles getan, nein, ich habe mich auch mit internationalen Scammern angelegt und für einen Stundensatz von 5 Cent gearbeitet. Und damit herzlich willkommen zur einmaligsten Show im Universum, Abgezockt! Bei Abgezockt geht es darum, abgezockt zu werden, ohne abgezockt zu werden. Denn ich werde in den nächsten 48 Stunden 8 verschiedene Arten des angeblichen schnellen Geldverdienens testen, von denen man aber vorab schon weiß, dass es eigentlich nur Scam und Abzocke ist. Die Herausforderung? Bei mindestens 4 von 8 Kategorien muss ich am Ende trotzdem mit 1 Euro im Plus sein, sonst ist das Spiel verloren. Pro Kategorie habe ich ein Budget von 20 Euro, das ich dafür investieren kann. Damit ich auch einen echten Ansporn habe, um zu gewinnen, wurde, für den Fall, dass ich verliere, mein Handy von einem unabhängigen Expertenteam durchsucht und eines meiner peinlichsten Bilder gespeichert, das gegebenenfalls am Ende des Videos und im Anschluss auf all meinen Social-Media-Plattformen veröffentlicht wird. Und damit geht es auch schon los. Spiel Nummer 1. Produktplatzierungen sind gang und gäbe in der Welt der Influencer. So sehr, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, ob die überhaupt jemals Content kreiert haben oder schon immer nur Werbefressen waren. Auch ich erhalte haufenweise Anfragen von Unternehmen. Und eines haben Katja Krasavice und ich gemeinsam. Ich hatte sie alle. Nikon, MSI, Nvidia, Acer, Canon oder Direktor von Firma ohne Namen. Alle wollen sie ihre unbekannten Produkte auf meinem weltbekannten Kanal promoten und haben mir dazu sogar Produkte im Wert von mehreren tausend Euro versprochen. Ihre Nachrichten kamen mir jedoch etwas spanisch vor, was merkwürdig ist, weil sie alle auf Englisch verfasst und von einem tschechischen E-Mail-Provider verschickt wurden. Dennoch wollte ich nichts unversucht lassen und habe alle Anfragen wie folgt beantwortet. Sehr geehrter Mensch, danke für Ihr Interesse an meinem Bad. Gerne werde ich all Ihre Produkte für nur einen einzigen Euro promoten. Keine weiteren Konditionen. Bitte überweisen Sie das Geld per PayPal und senden Sie mir Ihre Instruktionen so schnell wie möglich. Beste Grüße, Skizzy. Eine Produktplatzierung für einen Euro ist ein unfassbarer Spottpreis und es wird wohl kaum einen YouTuber auf dieser Welt geben, der weniger dafür nehmen würde. Außer vielleicht Mr. Trashbag. Doch vielleicht würde ich es so schaffen, dass sogar ein Scammer, der ja eigentlich Geld von mir abzocken will, diese einmalige Möglichkeit nutzen will, um für einen seiner Scams offiziell auf meinem Kanal zu werben. 48 Stunden sind nun vergangen. Wie sieht es also auf meinem PayPal-Konto aus? In der Hoffnung, wenigstens einen Euro erhalten zu haben, melde ich mich an, doch trotz meiner Bemühungen wurde mir kein einziger Cent überwiesen. Tatsächlich habe ich sogar kaum Antworten erhalten. Die meisten E-Mails wurden gar nicht verschickt, da der Absender nicht mehr existierte. Lediglich die gute Kate, die in echt etwa so aussehen wird und angeblich PR-Managerin eines Mobile-Games ist, hat mir eine ausführliche Antwort geschrieben, die aber nur darauf abzielte, dass ich auf diesen Dropbox-Link klicken sollte, um mir einen Vertrag in einer total unverdächtigen WinRAR-Datei runterzuladen. Natürlich war mir klar, dass die mir da bloß ein Trojaner oder ähnliches aufspielen wollen. Deswegen antwortete ich Kate noch einmal und erklärte, dass meine Ex-Frau über Dropbox Schluss gemacht habe, weshalb so ein Link bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst und ich ihn deshalb nicht öffnen kann. Zuerst soll sie mir doch bitte einen Euro als Vertrauensbeweis schicken. Daraufhin antwortete sie mir, dass sie das leider nicht tun könnte, da ihr niemand versichern kann, dass es sich nicht um Betrug handelt und sie den einen Euro in diesem Fall nicht zurückbekommen würde. Tja, und tatsächlich hat sich kein anderer Scammer mehr auf meine Anfrage gemeldet und damit ist der erste Punkt leider verloren. Aber es bleiben immer noch 7 Spiele, um die Show zu gewinnen und mir die Blamage zu ersparen. Heute werde ich den Vormittag damit verbringen, kräftig zu rubbeln. Und einige Lose habe ich auch gekauft. 16 Stück aus unterschiedlichen Preisklassen, um genau zu sein. Mit Gewinnchancen von 1 zu 7 auf einen Betrag von 1 Euro sollte es doch wohl kein Problem sein, sich einen Punkt in dieser Kategorie zu holen. Den Vormittag habe ich also mit Rubbeln verbracht. Und nein, ich werde euch mit dem gleichen Joke jetzt nicht zweimal kommen, aber ich kann euch was anderes nennen, was an diesem Vormittag zweimal gekommen ist. Ein paar Mal sah es echt danach aus, als könnte ich das Ziel von 1 Euro nicht nur erreichen, sondern sogar bei weitem übertreffen. Doch immer fehlte mir letztendlich nur eine Zahl, um den Punkt zu holen. Mit der Zeit haben mich diese Äffchen, Bienchen und Schweinchen mit ihrem aufgesetzten, fröhlichen Gesichtsausdruck, während ich hier mein Geld verliere, nur noch getriggert. Oh, du willst ein bisschen Geld gewinnen, hm? Willst du was Schönes kaufen und Geld bis zum Sparen? Weißt du, wie wir jemanden wie dich in der Schweinchenfeuerwehr nennen? Fotzensohn, du Bastard, du Trotze, du Internetruben. Die letzten 3 von 16 Losen waren an der Reihe. Was bisher an Abzocke passierte, war ein reines Trauerspiel. Und dafür hätte sich sogar Shindys Rucksack geschämt. Doch dann passierte es. Nicht nur einen, sondern gleich 2 Euro für das drittletzte Los. Und damit der erste Punkt für mich. Abgezockt!
Eine der bekanntesten, dennoch eine legale Art der Abzocke, das Lottospielen. Wer auf Statistiken steht, die Chance auf einen Hauptgewinn beim Lotto liegt bei ca. 1 zu 140 Millionen. Also in etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Deutschrapper wirklich mal zu einem Faustkampf treffen. Doch letzten Endes muss ich ja nur einen einzigen Euro gewinnen und morgen ist bereits die Ziehung. Was mir während der Lottoziehung passiert ist, waren Spannung, Nervenkitzel und Pech kaum zu überbieten. Aber fangen wir ganz von vorne an. Nee, Quatsch, was soll ich sagen? Ich mache so, Lottoschein machen so, Ziehung machen so, ich treffe gerade so eine Zahl pro Feld und damit ist dieser Punkt leider auch verloren. Besonders im englischsprachigen Raum findet man auf Instagram-Profilen häufiger Kommentare wie diese. Angebliche Philanthropen, die haufenweise Geld zu verschenken haben, überbezahlte Homeoffice-Jobs anbieten oder aus reiner Nächstenliebe deine Rechnung bezahlen möchten. Alles, was man dafür tun muss, sie anschreiben. Natürlich handelt es sich hierbei um Scammer, die dir kein Geld schenken werden. Im Gegenteil, sie wollen an dein Cash und werden dir nach dem Anschreiben dubiose Geschäfte vorwiegend mit Krypto vorschlagen. Ich werde nun jedoch so viele von diesen Scammern wie möglich kontaktieren und versuchen, sie davon zu überzeugen, dass ich das perfekte Opfer bin. Ich werde sie zunächst darum bitten, mir einen Euro als Vertrauensvorschuss zu schicken, damit ich sicher sein kann, dass ihre Methode wirklich funktioniert. Wird mir hier einer der Betrüger tatsächlich einen Euro zukommen lassen, wenn ich ihm dafür verspreche, im Anschluss in sein schmutziges Geschäft zu investieren? Um hier kurz auch den Bildungsauftrag zu erfüllen, keiner dieser großzügigen Instagram-Philanthropen schenkt euch wirklich was. Das sind richtig ekelhafte Hure, die durch diese Aktion bewusst ältere und technisch unerfahrene Leute scammen wollen, die sowieso schon wenig bis kein Geld haben und ihnen durch diese Versprechen falsche Hoffnung machen. Der Betrug läuft immer so oder ähnlich ab. Der Scammer verspricht dir viel Geld, aber zunächst sollst du irgendwelche Transaktionsgebühren für die Bank in Höhe einiger $100 zahlen, weil sonst die Überweisung nicht funktioniert. Anschließend würde er dir dann ganz, ganz sicher deine $500.000 zukommen lassen. Dieser hier erstellt zum Beispiel immer wieder Fake-Profile einer echten Lottogewinnerin, die sogar in den Nachrichten war und angeblich laut ihrem Instagram-Profil aus reiner Gutmütigkeit Schulden für Fremde abbezahlt oder per Zufallsprinzip einem Follower $50.000 spendet. Dabei benutzt er Bilder und Videos von echten Leuten, die sich bei der angeblichen Lottomillionärin für die Großzügigkeit bedanken. Wahrscheinlich auf Fiverr gekauft, gefotoshoppt oder den Leuten erzählt, die sollen ihm so eine Fake-Review machen, um ihr Geld zu bekommen. Um das Ganze abzukürzen, ich habe mit knapp 25 Scammern geschrieben und natürlich ist keiner auf mein Angebot eingegangen und hat mir auch nur einen Euro geschickt. Weder die angebliche Lotto-Millionärin noch der Sugar Daddy oder Bitcoin-Profi. Weil mich diese Keks aber so derbe ankotzen, habe ich mir dann zumindest noch einen Spaß draus gemacht und ihre Zeit mit dummen Fragen und Konversationen verschwendet. Außerdem habe ich einen IP-Logger genutzt und damit einen Bitcoin-Artikel verlinkt. Sobald einer der Scammer da draufklickt, habe ich deren IP, Location und Geräteinformationen. Der angeblich aus Kalifornien stammende Wohltäter war daraufhin also etwas überrascht, als ich ihm seine iPhone-Version, IP-Adresse und Standort in Lagos, Nigeria geschickt habe. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich nun seinen genauen Wohnort hätte und diesen innerhalb der nächsten Minuten der lokalen Behörde zukommen lasse. Da hat es nicht lange gedauert, bis einige der Scammer daraufhin hektisch ihr Profil gelöscht haben. Den Punkt habe ich damit zwar nicht geholt, aber als einen Teilsieg sehe ich das trotzdem an. Und bevor wir nun zur Auflösung aller Spiele kommen, ein kleines Wort von unserem Sponsor Raid Shadow Legends. Okay, nein, kleiner Spaß. Aber kurz Werbung in Eigensache. Wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, dann lasst auf jeden Fall bitte ein Like da und einen Kommentar, denn das hilft dem Kanal und mir vor allem mit dem YouTube-Algorithmus. Und wer darüber hinaus noch supporten möchte, kann sich gerne mal mein Patreon oder die Kanalmitgliedschaft anschauen. Da gibt es exklusive Inhalte. Doch genug gelabert, kommen wir zum interessanten Teil der Auflösung. Am Handy nebenbei Geld verdienen? Das zumindest versprechen haufenweise Apps im Store. Ich lade so viele Apps wie möglich herunter, in der Hoffnung, einen Euro damit zu verdienen. Der Clou? Einige dieser Apps zahlen laut vielen Bewertungen nicht aus, brechen mittendrin Aufgaben ab, sodass man das Geld nicht erhält, oder haben eine so hohe Auszahlungsgrenze, dass du monatelang brauchst, um Patte im Wert eines Happy Meals zu erspielen. Einen Euro innerhalb von 48 Stunden per App verdienen? Das sollte doch wohl möglich sein. Weil ich zu diesem Zeitpunkt krank war und das böse C-Wort hatte, das ich hier nicht sagen darf, ohne demonetarisiert zu werden, vielen Apps wie StreetSpotter, bei denen ich etwas vor Ort in Filialen machen musste, leider raus. Also habe ich mich auf Geldverdienen-Apps beschränkt, bei denen ich in irgendwelchen Umfragen mein gesamtes Leben preisgeben sollte oder mir Spiele und andere Apps herunterladen musste. Zunächst habe ich mit einer Google-Umfrage gestartet und in den ersten 10 Minuten bereits 8 Cent verdient. Das fing also ziemlich gut an. Leider war danach keine weitere Umfrage verfügbar, also ging es zur nächsten App. Spiele runterladen, bis zu einem gewissen Level spielen und damit bis zu 10 Euro verdienen. Das sollte innerhalb der Frist ja wohl kein Problem sein. Also habe ich mir ein simples Puzzlespiel runtergeladen, in dem ich einfach 3500 Münzen sammeln sollte. Das sollte laut der App 60 Minuten dauern und haargenau den einem begehrten Euro einbringen. Zu Beginn habe ich noch versucht, immer wieder das einfachste Puzzle zu lösen, um die Münzen zu erhalten, doch wie sich herausstellte, hätte das viel zu lange gedauert. Und wir wissen ja alle, worum es eigentlich geht. Um Werbung. Deshalb gab es, wer hätte es gedacht, die Möglichkeit, sich eine zufällige Anzahl von Münzen durch das Ansehen von Werbung zu verdienen. Und genauso wie ihr euch das vorstellt, war es auch. Ich saß da, das Handy am Ladekabel und habe den kompletten Tag nebenbei Werbung geschaut. Weil diese Kacke nicht automatisch startet und endet, musste ich das
alle 20 bis 30 Sekunden manuell machen. 60 Minuten am Arsch. Glaub mir, ich habe alles gegeben. Aber als ich bis zum Nachmittag nach Stunden noch nicht einmal die Hälfte der Münzen hatte, habe ich aufgegeben und musste eine Alternative finden. Ich habe es mit Solitär versucht. Dabei hat sich wieder einmal bewiesen, dass ich ein 70-Jähriger gefangen im Körper eines 29-Jährigen bin. Denn ich habe es innerhalb weniger Stunden in ganz Deutschland auf Platz 47 im Solitär spielen geschafft. Frauen stehen auf so einen Scheiß, also passt auf, dass eure Freundin das Video hier nicht sieht. Doch nach 2 Dutzend Partien merkte ich auch hier, dass das Erreichen meines Ziels so in der vorgegebenen Zeit nicht möglich ist. Mein letzter Hoffnungsschimmer waren also doch die Umfragen. Dieses Mal in 2 anderen Apps. Zu Beginn lief das wieder recht gut, doch wie bereits einige in den Bewertungen geschrieben hatten, brach die Umfrage kurz vorm Ende aufgrund von Verbindungsfehlern ab oder man war angeblich nicht geeignet. Und so reichte es am Ende gerade einmal für 3 vervollständigte Umfragen. Doch wie war nun letztendlich der Kontostand nach gut 48 Stunden? Hat es gereicht, um zusammen 1 Euro zu erspielen? Nicht einmal die Hälfte. Knapp 40 Cent habe ich durch die Umfragen verdient. Und damit verliere ich auch diesen Punkt. Da Montana Black oder Knossi ja bekanntlich einfach mal so tausende von Euros an einem Abend im Online-Casino gewinnen, musste auch ich mein Glück probieren. Schließlich würde ich mich schon mit 1 Euro zufrieden geben. Stimmt es wirklich, dass die Bank immer gewinnt? Jetzt wurde es langsam kritisch. Sollte ich nur noch ein einziges Spiel verlieren, war es mir nicht mehr möglich, die Show zu gewinnen. Ab jetzt zählte wortwörtlich jeder Euro. Beim Online-Casino und den folgenden 2 Spielen trat nun eine Sonderregelung ein. Ich musste nicht nur 1 Euro gewinnen, sondern sogar 1 Euro im Plus sein. Heißt, bei einer Investition von 20 Euro musste ich zu irgendeinem Zeitpunkt 21 Euro auf der Bank haben, um den Punkt zu holen. Also, wie war Las Vegas? Nach der allerersten Drehung ein kleiner Herzinfarkt, direkt ein Gewinn. Nun fehlten mir nur noch 35 Cent. Von da an hielt mich das Spiel durchgängig auf 19 bis 20 Euro. Keinen Cent mehr oder weniger. Es ging einfach nicht voran. Also musste ich den Einsatz erhöhen. Doch mit jeder Drehung, die keine Gewinnlinie abwarf, entfernte sich auch mein Ziel immer weiter. Ich musste mehr Geld gewinnen, um es noch auf die 21 Euro zu schaffen. Also Einsatz erhöhen. Jetzt auf 50 Cent pro Drehung. Stück für Stück fraß dieser gottverdammte Automat mein Geld. Doch dann... Glücksspiel ist scheiße. Ich habe danach noch 5 Minuten weitergespielt und alles verloren. Es geht doch nichts über eine gemütliche Runde Poker mit den Jungs. Doch wie steht es mit den Gewinnchancen in einer digitalen Runde? Ich werde zwar eine der bekanntesten Online-Poker-Plattformen testen, gleichzeitig erhält sie aber unfassbar miese Bewertungen. Viele werfen der Plattform Betrug und Manipulation vor. Das jedoch nur mutmaßlich. Sind das alles nur schlechte Verlierer oder... Wird sich das Blatt nun wenden? Nein, Digga, das muss ich rausschneiden. Für dieses Spiel gab es leider eine kleine Änderung. Nachdem schon die Bewertungen sehr schlecht ausfielen, sollte ich mich zunächst mit allen möglichen privaten Dokumenten verifizieren. Gut, bei Glücksspiel ist das nicht ungewöhnlich, doch um ehrlich zu sein, war es mir das für die Aktion nicht wert. Ich konnte mir kein weiteres Unternehmen auf den Philippinen leisten, das meine Daten verkauft. Außerdem ist eine Kontolöschung nur auf Anfrage möglich. Das ist ebenfalls ein absolutes No-Go. Da man dort auch mit Spielgeld an Turnieren teilnehmen konnte, habe ich mich einfach an einen der Tische gesetzt und... Ja, auch das war nicht möglich. Spielen nur gegen Echtgeld, da Spielgeld in meiner Region nicht möglich sei. An dem Punkt war es vorbei und ich habe die Software einfach wieder deinstalliert. Nun gut, das heißt nicht, dass ich mir diesen Punkt nicht holen werde. Anstatt es diesen gierigen Huren zu geben, habe ich meinen Spieleinsatz lieber gespendet und als Alternative eine kostenlose App auf dem Handy installiert. Nun musste ich nur noch mein bestes Pokerface aufsetzen. 200.000 Dollar stehen Steve nun zur Verfügung. Das Ziel sind auch hier zu irgendeinem Zeitpunkt insgesamt 210.000 Dollar zu erspielen, um den Punkt zu bekommen. Mit einer 6 und 5 stehen die Chancen auf eine Straße gar nicht schlecht. Doch dann geht dieser Red Dead Redemption John Marston Verschnitt für Arme aufs Ganze und all in. Skis foldet und hat alles richtig gemacht. 2 gefoldete Runden später, Dame und 4. Wird das ausreichen? Doch plötzlich ein All in des Delfin-Pärchens. Doch das Risiko ist Skis zu hoch. Auch er foldet und die 2 verbliebenen Spieler machen die Runde unter sich aus. 2 Vierer beim Flop. Gottverdammt, muss das bitter sein. Damit hätte Skis einen Drilling und sich ziemlich sicher den Punkt geholt. Doch der Gewinn geht mit einem Viererpaar auf dem Tisch an die Delfine. Einige Runden später ist schon über ein Viertel des Startgelds verspielt. Am Tisch sitzt ein neuer Spieler, der 6-jährige Leon. 2 und 7 sind das Skeezys Glückszahlen. Beim Flop trifft er die 7 und damit die aktuell höchste Karte auf dem Tisch. Er checkt, doch dieser Hund raced um ganze 130.000. Schon ein einfaches Achterpärchen auf seiner Hand würde dafür sorgen, dass Skeez fast pleite ist. Da wird er doch wohl kaum. Oh nein, er hat es getan. Auch Leon der Profi callt und es befinden sich 430.000 im Pott. Was Skeez will es wissen. Entweder sieht er nicht, dass da schon fast eine fertige Straße liegt oder er hat grundlegend Poker nicht verstanden. Doch es soll diese Runde oder keine sein. Mit seinen letzten 7.200 geht er all in und sowohl Leon als auch dieser Hund callen. Nein,
Das kann nicht wahr sein. Niemand, der auch nur seit 5 Minuten verstanden hat, wie Poker funktioniert, versteht, was diese drei Idioten da gerade veranstaltet haben. Doch eines ist klar. Skis gewinnt diese Runde mit einem Paar 7er und gewinnt den Pot von $444.000 und damit auch den Punkt für diese Runde. Nur noch ein Spiel offen und damit haben wir jetzt einen Matchball. Sollte ich den Punkt holen, dann erspare ich mir eine große Blamage. Sollte ich ihn jedoch nicht holen, verliere ich nicht nur das Spiel, nein, ich muss auch noch das peinlichste Bild gleich nach einem Screenshot meiner letzten Albenverkäufe im Anschluss hochladen und veröffentlichen. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so einfach war, offiziell einen Scamcoin zu kaufen, weil die meisten seriösen Anbieter diese schnell aus ihrem Sortiment schmeißen. Ich habe mich also dazu entschieden, einen Memecoin zu kaufen. Und bevor mich hier gleich die Crypto-Bros steinigen, das ist natürlich nicht das gleiche wie ein Scam. Mir ist das völlig scheißegal. Meine Aufgabe besteht schließlich nur darin, einen Coin auszusuchen, der als Spaßwährung gilt, damit aber trotzdem innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Euro ins Plus zu gehen. Und das Schlimme ist, ich habe absolut keinen Einfluss auf das Geschehen. Vor 48 Stunden habe ich in einen Memecoin investiert. 29.100.000 Dogecoin für 21,89 €, um genau zu sein. Dogecoin ist eine Mischung aus Dogecoin, Elon Musk und der Mars-Mission. Doch bis zum Mars müsste es gar nicht gehen. Bis zum Mond wäre schon völlig ausreichend. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Memecoin durch die Decke geht. Ein kleiner Kursanstieg würde hier schon ausreichen, um mir hier den Sieg zu holen. Ein einfaches Plus von nur einem Euro, 20,88 €. Und das Beste, während ich hier am Schnitt sitze und aus Interesse nochmal nach dem aktuellen Stand gucke. Tja, und damit habe ich das Spiel mit nur 3 von 8 gewonnenen Kategorien offiziell verloren. Das Bild der Schande wird nun exklusiv hier veröffentlicht, muss aber 24 Stunden nach dem Erscheinen dieses Videos auch auf all meinen Social Media Plattformen gepostet werden. Und Kanalmitglieder können das Ganze jetzt schon in den Kommentaren als Emoji benutzen. Ich gebe mich damit geschlagen, aber tut mir bitte den Gefallen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar, um es für den Algorithmus zu pushen. Und fragt mich bitte nie, wie es zu diesem Foto gekommen ist.